Jetzt geht es weiter da mit dem Wichtigsten zum Spiel Basel gegen Fribourg-Gotteron und mit der Übersicht. Nach einem torlosen Startdrittel ging Fribourg in der 24. Minute standesgemäß in Führung. Der Kanadier Benham zeichnete als Torschütze verantwortlich. In einer harten Partie mit 62 Strafminuten glich Eric Landry in der 27. Minute aus. 2864 Zuschauer erlebten dann die erste Basler Führung in der Nationalliga A. Wieder Landry schoss das 2:1. Kurz vor Schluss, die Freiburger ohne Torhüter, fiel noch das 3:1. Aufsteiger Basel feierte seinen ersten Sieg im